Also, ich bin Lise Lotte Vermote, ich bin 27 Jahre alt, ich bin Pianistin und ich studiere seit 2008 in Karlsruhe und spiele diese Woche mit dem Staatsorchester Stuttgart einer meiner Abschlüsse für die Solistenklasse in Karlsruhe. Ich werde dort das zweite Klavierkonzert von Chopin spielen. Und ja, ich freue mich sehr, am Freitag spielen zu dürfen. Mein Name ist Reinhard Riedl. Ich bin seit 1989 Posaunist im Staatsorchester und bin seit dieser Spielzeit im Orchestervorstand. Für uns als Staatsorchester, wir freuen uns ganz besonders, dass wir halt bei diesen beiden Konzerten die Möglichkeit haben, die jungen Solisten zu begleiten. Und ich denke mal, das ist für jeden von uns auch eine ganz schöne und auch unterhaltsame Aufgabe, die jungen Solisten dabei zu begleiten, wie sie eventuell irgendwann vom Rising Star zum richtigen Star werden. Und dass man sie vielleicht später mal in irgendeinem Symphoniekonzert bei uns später im Staatsorchester wieder hören kann. Also bestimmte Leute werden angeschrieben, die im vorletzten Semester sind in ihr Studium. Und dann wird man zu einem Auswahlvorspiel eingeladen. Das war im Mai letztes Jahr hier an der Hochschule in Stuttgart. Und dort wird von einer internationalen Kommission wird dann entschieden, welche Leute sich mit dem Orchester präsentieren dürfen beim Festival. Für uns als Opernorchester ist es einfach auch schön, dass man bei der Jugendarbeit und Jugendförderung die Studenten unterstützen kann und ihnen die Möglichkeit gibt, wirklich auf einer großen Bühne mit einem großen Symphonieorchester eben ein solistisches Konzert zu spielen. Weil die Möglichkeiten sind natürlich für Studenten wahnsinnig selten. Und es macht auch wahnsinnig viel Spaß, finde ich, wenn man die jungen Kollegen dann sieht, wie sie dann sich freuen und mit Spaß bei der Sache sind und Musik machen. Ich finde, es ist sehr wichtig für junge Leute und für junge Musiker, vor allem die Chance zu kriegen, zu spielen und sich präsentieren zu dürfen in schönen Sälen mit gutem Orchester. Vor allem ist das sehr wichtig und leider haben wir die Chance nicht so oft. Und deshalb freue ich mich sehr. Ich meine, die Unterstützung vom Orchester ist sehr, sehr gut und man spürt die Energie auf der Bühne und das macht sehr glücklich. Ja, ich finde, das ist sehr schön.